Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge Transport Fever 2 hier auf meinem Kanal Archimon Plays. Projekt Nummer 1, Project 1, spielt auf der Karte Dresden und Umgebung. Die Karte habe ich auf dem Webdisk-Server im Forum schon mal hochgeladen, damit ihr euch ihn auch runterladen könnt. Link ist in der Videobeschreibung. Die Kartengröße ist riesig und das Verhältnis 1:1. Es gibt keine Industrien oder Städte auf dieser Karte. Das ist perfekt für den Schön- und Nachbau. Die Maßstäbe der Karte entsprechen in etwa auch der Realität. Hier und da muss das Gelände noch ein bisschen angepasst werden oder Flussverläufe leicht geändert werden. Wenn ihr euch entscheidet, es runterzuladen, gibt es hier zwei Ordner. Dresden und Umgebung in einem ZIP und eine Heatmap. Die Dresden und Umgebung ZIP-Datei bitte entpacken und die entsprechenden Dateien, 3 Stück, hier dann einfügen in Local und Szenarios. Die Heatmap kommt auf Local und Heatmaps. Wenn ihr die Dateien an die entsprechenden Orte installiert habt, dann wird das Spiel die Dateien dort auch finden und laden können. Wir springen jetzt einmal kurz ins Spiel und dann zeige ich euch, wo ihr diese Dateien findet. So, im Spiel angekommen, haben wir einmal unter freies Spiel, Karten spielen, die Dateien Dresden. Maßstab riesig 1:1, genauso wie es beschrieben ist, Startjahr 1850 und 5 Millionen als Startbudget. Für Schön- und Nachbau genauso unrelevant wie die Schwierigkeitsgrad der Karte. Es gibt keine Mods, die zwingend erforderlich sind, damit man diese Karte spielen kann. Ihr könnt natürlich selbst entscheiden, welche Mods ihr noch dazu laden wollt. Dazu hier auf den Option einblenden klicken und dann die entsprechenden Mods aus eurem Portfolio aussuchen. Wenn ihr die Karte noch einmal am Map-Editor ein bisschen nachfeilen wollt, dann müsst ihr hier unten Karten-Editor aussuchen, könnt dann noch entsprechende Mods aussuchen, die gleich von Anfang an zu der Karte gewählt werden sollen. Müsst die Kartengröße auf riesig und das Kartenformat auf 1:1 festlegen. Dann den Karten-Editor einmal starten. So, wenn die Karte dann geladen hat, dann haben wir eine komplett ebene, grüne Fläche, auf der wir jetzt die Heatmap hochladen. Wir gehen auf Heatmaps, gehen auf Importieren, suchen uns die Dresden Heatmap aus, geben die Daten für die Höhenmeter ein und lassen das Ganze importieren. Wir können natürlich noch in den Höhenmetern auch noch spielen, wenn wir nicht zufrieden sind mit den eingestellten Werten. Das sind die Einstellungen, wie ich sie gewählt habe für die Karte. Wie gesagt, wenn ihr gerne andere Höhendaten haben wollt, dann könnt ihr da natürlich gerne im Karteneditor ändern, so wie ihr das haben wollt. Wenn er dann die Karte generiert hat, was ein bisschen dauert, weil das ja doch schon eine relativ große Karte ist und wir doch ein sehr relativ hügeliges Gelände haben, dann können wir mit dem Geländetool noch ein paar Veränderungen vornehmen. Da das Geländetool auch hier im Karteneditor wesentlich größer ist als in-game, ist es sehr leicht, hier noch Änderungen vorzunehmen. Man kann natürlich auch in-game das Karten-Terrain-Tool anpassen mit Mods oder wenn man den entsprechenden Text in der Lua-Datei ändert, wo die Größe des Tools definiert wird. Allerdings hier ist es von Haus aus schon so eingestellt. Man könnte jetzt hier noch Anpassungen vornehmen am Gelände. Zum Beispiel haben wir hinten ein paar kleinere Seen, wo die Heatmap etwas Wasser vorsieht. Das könnten wir zum Beispiel noch ein bisschen entfernen. Oder wir könnten auch Städte und Industrien schon auf die Karte bringen, was aber relativ sinnlos ist, wenn man wirklich schön und Nachbau betreiben möchte. Ansonsten könnte man natürlich schon hergehen und hier Dresden und Dresden-Neustadt setzen. Oder auch andere Städte. War jetzt nur ein Beispiel. Wenn einem dann das gefällt, was man so an der Karte noch verändert hat, an Einstellungen, da
dann drückt man hier einfach nur auf Karte speichern, legt einen Namen für die ganze Karte fest und speichert das. Wenn wir dann wieder zurückgehen ins Hauptmenü, dann können wir unter freies Spiel Karte spielen, die gerade eben angelegte Karte Dresden-1 spielen. Wir können auch hier noch entscheiden, ob der Schwierigkeitsgrad der Karte sich erhöhen oder erniedrigen soll und können auch noch Mods hinzufügen. Es steht auch noch die Version zur Verfügung, die ich angelegt habe und die auf dem Webserver zum Runterladen bereitsteht. So, das war's dann auch schon für die erste Folge. Ich würde mich freuen, dich auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und damit einen schönen Nachmittag noch. Bis bald. Ciao.